Genau, weil wenn die los, wir laufen zwei Schritte nach vorne mit rechts beginnen, heißt rechts, links. Jetzt machen wir rechter Fuß hinter links mit dem Triple Step. Das heißt, mit Triple Step zum Ende haben wir Gewicht auf rechts. Mit links machen wir den Backpoint Turn, halben Ring nach links. Gewicht auf links setzen, mit dem rechten Seitschaffel. Seitschaffel. Noch einmal, mit rechts beginnen wir 5, 6, 7, 8. Ein Schritt, ein Schritt, ein Triple Step, ein Backpoint Turn, ein Seitschaffel. Die nächsten Schrittfolgen ist mit links ein Rockstep und eine Seitschaffel nach links. Heißt, Rockstep mit Seitschaffel. Die nächsten Schritte ist mit rechts ein Rockstep, Vierteldrehung nach rechts mit rechten Seitschaffel. Heißt, Rockstep, Vierteldrehung rechts, rechter Seitschaffel. Am Ende haben wir Gewicht auf rechts. Bis dahin noch einmal von vorn. 5, 6, 7, 8. Ein Schritt, ein Triple Step, ein Backpoint Down, ein Seitschaffel, ein Cross Rock, ein Seitschaffel, Cross Rock, ein Seitschaffel. Die nächsten Schrittfolgen, Gewicht einmal auf rechts, ein Step Down, halbe Drehung nach rechts, linker Schritt vor, halbe Drehung nach rechts, jetzt wieder mit einer halben Drehung nach rechts, aber Triple Down, mit links, rechts, links und mit dem rechten Coaster Step. Mit Coaster Step. Bis dahin noch einmal von vorn. Hier zähle ich gleich mal mit ein. 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3 und 4. 5, 6, 7 und 8. 1, 2, 3 und 4. 5, 6, 7 und 8. 1, 2, 3 und 4. 5 und 6. So, 7 und 8 ist mit links ein Kickball und mit rechts ein Touch zur Seite, ein Kickball-Touch. Wir machen die letzten Schrittfolgen dieses Tanzes. Rechts vor links kreuzen, mit links ein Touch zur Seite. Links vor rechts kreuzen, mit rechts ein Touch zur Seite. Und dann machen wir mit rechts noch eine Chessbox, heißt ein Cross, ein Peck, ein Seil. Und linker Schritt an rechts ransetzen, Gewicht auf links wechseln. Hier fangen wir wieder von vorn an. Komplett nochmal ein Platz mit einzählen oder eine Runde mit einzählen. 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3 und 4. 5, 6, 7 und 8. 1, 2, 3 und 4. 5, 6, 7 und 8. 1, 2, 3 und 4. 5 und 6, 7 und 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. In der dritten Runde, das wäre Richtung 3 Uhr, zum Schluss machen wir eine Chessbox, hängen wir noch eine Chessbox dran, da ist eine Brücke. Das wäre nach dem Dutch, Cross, Dutch, Cross. Dutch, Cross, Back, Side. Ran und hier machen wir die Brücke. Wieder eine Chessbox. Cross, Back, Side, Ran. Und der Tanz kommt dann ganz durch bis zum Schluss. In der Ende der dritten Runde ist eine Brücke, also ist eine Brücke drin. Und zwar die Chessbox nochmal doppelt. Ich hoffe, euch gefällt der Tanz. Bis zum nächsten Mal. Sagt euch Tschüss, Verübungsleiter, auf Leiden und Zeitung.